Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist gerade 7 Uhr morgens, als ich das hier aufnehme. Also, wunderschönen guten Morgen. Ich frage mich gerade. Das geht von der Lautstärke. Muss ich die. Irgendwie passen die Sounds schon wieder nicht. So, ich habe die Musik so weit runter geregelt. Wow, über 50 Folgen und mir fällt das erst jetzt auf. Na toll. Gut. So, erst einmal. Das hier ist unser neues Heim, das Hendra-Heim. Für einen Krieger durchaus würdig. Sieht gut aus. Was meint ihr? Ich finde, das sieht von außen schon mal sehr nice aus. Und von innen habt ihr es bestimmt in der letzten Folge schon gesehen. Aber das ist schon sehr nice. Schön groß. Ich habe sogar schon 2 Rüstungen ausgestellt. Oh, Gold. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Doch, komme ich. Perfekt. Ja, das hier ist unser neues, muckeliges Heim. Jetzt aber erstmal weiter mit unseren, mit den Sachen, die wir ursprünglich machen wollten. Hier sind wir gerade, in die Richtung wollten wir, warum wollten wir das? Genau, da wollte ich später hin. Also, weil es hier Richtung Falkenring ging. Genau, ich wollte ja Richtung Falkenring, aber hier gegenüber steht irgendeine Bergfeste. Und ich gedenke, wir müssen uns diese erst einmal anschauen. Ist bestimmt mit Banditen und dergleichen verseucht. Ja, ich bin ja jetzt aus dem Urlaub wieder da. Huch. Da hinten ist schon wieder so ein oller Drache. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Ja, wie bereits erwähnt, ich bin wieder aus dem Urlaub da. Mein Lehrgang ist auch vorbei. Das heißt, die Vorproduktion hat im Endeffekt ein Ende. Ich würde jetzt trotzdem noch ein paar Tage. Ihr macht das schon. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein paar Tage die Einstellungen so lassen, wie sie sind. Mit der Traglast, die ich habe. Das ist tatsächlich Alduin. Scheiß Bärenfalle. Was passiert hier gerade schon wieder?
Wenn wir doch schon mal hier sind, dann können wir diesem Schuppengetier, das ausgerechnet jetzt wegfliegt, doch einfach mal welche überziehen, oder? Wuljotnak. So, Wuljotnak. Komm noch mal runter zu mir. Problem, was ich im Moment auch habe, was mich so ein bisschen, oh, da habe ich zu hoch gezielt, was mich eigentlich echt ärgert, ist, dass wir unsere schöne isolierte Drachenknochenrüstung einfach verloren haben. Also irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass wenn wir die für die Botschaft abgeben, dass wir die nicht wiederkriegen. Jetzt ist es halt so. Ich finde es sehr schade, aber okay. Muss ich jetzt mit leben, nehmen wir so hin. Und gut ist. Na, Mäuschen, kommst du dann nicht wieder runter? Ich rede gerade mit der Katze, die... Die guckt hier gerade auch wieder auf mir rum, in der Nähe rum. So, ich will jetzt wissen, wie ich zu dieser Feste komme. Die ich hier oben erblickt habe. Wir sind ja schon einmal ganz dicht dran vorbeigerannt. Und die will ich mir jetzt um jeden Preis anschauen. Das sieht doch... Ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Bär, Bär! Dass diese Bärlauchs immer kämpfen wollen, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir kommen von der falschen Seite. Wo sind wir? Wo? Festung Sonnenwacht Kerker. Das hier ist also die Festung Sonnenwacht. Die könnten ihre Kerker ja auch mal sauber halten. Vielleicht lebt hier auch einfach nur keiner mehr. Ach, Gott, bin ich doof. Achso, ihr wollt bestimmt auch noch wissen. Wie mein Urlaub war, nicht wahr? Da ist Skyrim abgeschmiert. Wieso ist Skyrim jetzt abgeschmiert?
Öffnen wir es wieder. Ihr habt gerade kurz einen Moment Black Screen. Wir stehen jetzt bestimmt wieder vorm Händlerheim. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Leute, hier gab's nichts, oben gab nichts. Also nochmal in den Keller. Wieder hier in die Tiefe stürzen, das können wir ja so schön. Vielleicht nicht den ganzen Weg auf einmal. Ich habe nämlich immer noch keine vernünftige Rüstung an. Wieso eigentlich nicht? Habe ich denn keine in meiner... Also nichts davon ist besser als das, was ich bisher trage. Pelzschild brauche ich nicht. Doch, ich trage diese Rüstung, alles klar. Ja. Ich habe das eben einfach nur als Gewand gesehen und nicht als richtige Rüstung. So, Versuch Nummer 2. Wow, wie beeindruckend. Wie absolut unbeeindruckend gerade. So, ich mache jetzt einen auf Skyrim-Pferd und dann latschen wir einfach hier hoch. Hätte ich eben auch schon machen können. Gurk, stehst du schon wieder hier draußen rum? Festung Sonnenwachtturm. Ja, also mein Urlaub. Ich habe mich gut erholt. Wir waren zwar nur ein paar Tage weg, also nicht den kompletten Urlaub weg, aber es hat gereicht. Es war schön, auch wenn die Region um den Harz leider nicht mehr ganz so schönes. Ich meine jetzt nicht auf die Städte und so bezogen, sondern viel, viel mehr auf die Bäume, auf den ganzen Wald, der da eigentlich ist. Ist ja schon. Was war das? Nichts mehr da. So gut wie nichts mehr. Also der Harz ist leider durch diesen Borkenkäfer Befall hart abgemagert. Hart abgefressen. Nennen wir es hart abgefressen. Und die Leute dort haben natürlich dann auch sehr viele Bäume weggeholzt, einfach um eine weitere Verbreitung des Borkenkäfers zu vermeiden, und haben auch des Weiteren angefangen, neue Setzlinge zu pflanzen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ihr seid so gut wie tot. Ah. Ich frag mich, warum der manchmal einfach weiter rennt. Ach komm, nehm ich mit. Alle Scheiße. Aber ansonsten,
unsere Ferienhütte war sehr nice. Wirklich sehr, sehr nice. Und trotz dieses ganzen Kahlschlags war auch der Harz sehr angenehm. Ups. Weißt du was? Wir brauchen ja sowieso Gold, das heißt, ich klaue jetzt einfach mal so viel wie möglich. Dann verticke ich das alles nach und nach. Hier ist nichts drinne. Okay, diese Festung Sonnenwacht ist irgendwie, weiß ich nicht. Also das Gelbe vom Ei ist die jetzt auch nicht. Was haben wir, wenn wir hier rausgehen? Mischtaktiken. Den Kerkerschlüssel haben wir schon. Eine Dwemer Plattenrüstung. Die stellen wir natürlich aus. Die muss ich einfach ausstellen. Aber ansonsten sieht hier die Festung sehr, sehr mau aus. Irgendwie habe ich mir davon jetzt mehr erwartet. Erhofft. Erwartet? Achso, jetzt habe ich die Festung also erst entdeckt. Alles klar. Versammlungsplatz. Und es ist niemand hier. Will ich wissen, was die hier getrieben haben? Einfach alles mit. Ich habe ja eben gesagt, wir belassen es noch ein bisschen mit der Traglast, so wie es ist. Einfach, ich hänge mit der Produktion im Moment ein bisschen zurück. Und damit ich jetzt nicht bei jeder Folge schon wieder hin und her laufen muss, nur um zu verkaufen, gucken, was kann ich denn wegschmeißen und so, nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr mit. Was ist hier? Nichts. Hier haben sie... Ach, darüber wäre man auch reingekommen. Na gut. Dann sind wir also hier. Aber wie wäre ich denn? Ihr hättet nie herkommen sollen. Zu spät.
15 Feuerpfeile, die nehme ich doch mit. Und schon ist die komplette Festung leer. Da ist der eigentliche Weg hoch. Da ist mein schönes Hendraheim. Ja, guck ich mal, in welche Richtung müssten wir denn jetzt eigentlich? Wir müssten da entlang. Also, machen wir wieder einen auf Skyrim-Pferd. Und latschen hier einfach so diese Steilklippen herunter. Ja, nach meinen 2 Wochen Urlaub war ich ja noch auf dem Lehrgang. Und ich muss echt gestehen, der den Lehrgang gemacht hat, der hat das wirklich gut gemacht, weil es war nicht einfach nur dieses Mike, der Lügner. Wer Bären? Wer? Bären? Menschen, die Bären sind? Mike, ist es egal, wie stark oder klug jemand ist. Für ihn ist es nur wichtig, was jemand kann. Okay. Du Lügner. Falkenring. Falkenring. Ich gehe aber mal hier lang. So, ach, der Jäger hat... Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, was... Wo? Los geht's! Ah! So, was ich im... Echt jetzt? Das funktioniert gerade nicht. Na gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Ausdauer. Ich hätte Gesundheit machen sollen. Egal. Komm her, Mann. Lass dich endlich erschlagen. Ich mache aus der Rübe, wo sowieso schon nichts mehr drin ist, mache ich jetzt richtigen Brei. Oh Gott, gehen mir Magier auf den Sack. Was war das jetzt für eine Höhle? Ich habe eben nicht aufgepasst, als die mich angegriffen hat. Waldsteinschlucht. In dieser Höhle kannst du wenigstens nicht ganz so weit wegrennen. Das macht es wenig einfacher. Ey! Wo sind eigentlich schon wieder meine beiden Begleiter? Wahrscheinlich irgendwo in Timbuktu. Ja, okay. Oh.
kannst nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Hier sind keine Feinde in der Nähe. Ich sehe gerade keinen. Kann immer noch nicht warten. Ich warte mal gerade auf meine beiden Begleiter. Gucken, wo die sind. Dauert scheinbar noch, bis die wiederkommen. Na gut. Das sieht aus, als ob wir hier kommen Skeeves. Als ob wir hier gleich wieder in einer alten Ruine sind. Also in so einem Hügelgrab. Darum stelle ich mich mal kurz ein bisschen safe. Das sieht irgendwie sehr nice aus. Und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis. Wann kommt diese Folge? Montag. Bis Mittwoch. Wir sehen uns Mittwoch. Nein, ihr hört mich Mittwoch. Macht es gut. Ciao.